Hallo ihr Lieben, wie geht man gut mit Menschen um? Was ist eine sachgerechte Behandlung anderer Menschen? Und in diesem Video geht es um etwas, was auch ich immer wieder falsch mache. Ich mag diese Rede von richtig und falsch nicht so gern. Also ich könnte sagen, stattdessen vielleicht etwas, was auch ich selbst immer wieder viel zu wenig beachte. Und es wird manchmal so ein bisschen soft verhandelt unter dem Titel Kommunikationsstil. Und wir kennen ja dieses berühmte vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun und all diese Geschichten. Aktives Zuhören nach Thomas Gordon. Also, das ist so, das geht also jetzt so ein bisschen in diese Richtung. Ich möchte es gerne ein bisschen verschärfen oder vielleicht auch anders sagen, als ich es sonst auch kenne, selber aus eben verschiedenen Quellen angeeignet und angelesen. Und zwar kenne ich es auch unter dem Titel eben Gefühlsspiegelung. Und worum geht es eigentlich in der unmittelbaren zwischenmenschlichen Kommunikation? Also es ist vielleicht sogar noch mehr als ein Kommunikationsstil, es ist ein Interaktionsstil. Ja, also mir fällt halt auf, dass ich selber stark dazu neige, den semantischen Teil, den Bedeutungsteil der Sprache, und ich würde das eben ein bisschen anders verstehen wollen, zu stark zu fokussieren in der Kommunikation, in der Interaktion mit anderen Menschen. Also was sagen die, worüber reden die, und we zu wenig etwas anderes zu tun, was man eben Gefühlsspiegelung nennt, das heißt darauf einzugehen, was mir emotional gerade kommuniziert wird, also was mir der andere emotional mitteilt. Und das heißt emotional, das liegt A auf der Ebene Selbstoffenbarung, aber eben auch auf der Beziehungsebene gleichzeitig. Es ist gar nicht so leicht trennbar. Man kann das natürlich analytisch trennen. Scheint mir aber mäßig sinnvoll zu sein, ganz ehrlich gesagt. Also es geht so ein bisschen darum, da geht es um Bedürfnisse, da geht es um eigentlich implizite Appelle, also im Sinne von Aufforderungen. Da geht es darum, dass es oft eigentlich sehr viel mehr eben um die Beziehung geht als um was anderes. Also wie stehst du zu mir, wie stehen wir zueinander? Oder eben auch um die klassische Selbstoffenbarung, aber hinten durch die Brust ins Auge, weil die meisten Menschen versuchen, sich so selbst zu offenbaren, ohne sich verletzlich zu machen, was technisch eigentlich unmöglich ist. Also wenn du dich zeigst, machst du dich immer verletzlich. Und viele Menschen wollen nicht gern verletzlich sein, weil sie damit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und fangen dann an, also sehr umständlich zu kommunizieren, eigentlich um sich zu schützen. Gleichzeitig wollen sie sich aber trotzdem mitteilen. Und das ist halt so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist verständlich, warum wir alle so kommunizieren. Es ist aber nicht hilfreich. Also es gibt Gründe und in einem guten Gespräch wird dann die Kommunikation mit der Zeit und manchmal auch sehr schnell sehr viel direkter, wenn man gemerkt hat, man braucht diese Umständlichkeit ja nicht mehr. Also, und das kommt aber zustande durch eben Gefühlsspiegelung. Also sozusagen, wenn der andere einem Gefühle zurückspiegelt oder eigene Gefühle zeigt, zeigt, wie es ihm geht, eigene Verletzlichkeit zeigt, eigene Bedürftigkeit zeigt, merkt man, das ist ja ein bisschen so wie Geiselaustausch. Ja? Also ich erinnere mich doch dunkel, dass mal die Römer, glaube ich, diese Praxis hatten, von eroberten anderen Ländern die Kinder der Fürsten zu entführen und mit nach Rom zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich mich noch da richtig erinnere und ob das überhaupt stimmt, aber so in dem Sinne wäre es, wenn es gegenseitig wäre. Also man hat dann halt die Kinder voneinander und dadurch, dass man die Kinder voneinander hat, behandelt man sich gut, weil man will nicht schlecht behandelt werden, man will, dass die eigenen Kinder nicht schlecht behandelt werden. Und das schafft halt, also das ist so dieser Geiselaustausch unter Menschen, wenn man halt selbstoffenbarend kommuniziert und sich zeigt. Und der Weg, wenn das der andere nicht kann und man will das aber auslösen und man will das, will also, dass die Kommunikation gut läuft, dass die Interaktion gut läuft, dann geht man halt auf die Gefühlsebene ein und weniger auf das, was der andere inhaltlich sagt. Und da, die Art, wie ich das gerne anders fassen würde, ist zu sagen, ein Großteil unserer Kommunikation oder unseres Fokus, also vor allem bei mir selber, ist auf die Außenwelt gerichtet, auf die nichtmenschliche Welt. Das ist an sich wunderbar, da gibt es auch gar kein Problem an sich. Ich meine, das ist diese Zeigefunktion, guck mal da, die Wolken ziehen auf, guck mal da ist ein, was weiß ich, ein Bär, da ist ein Strauch mit Beeren, die man essen kann, oder von dieser Wurzel lass mal lieber irgendwie die Finger, die ist giftig. Das ist diese Zeigefunktion im Außen. Die ist wunderbar, das ist die Basis von dem größten Teil der naturwissenschaftlichen Forschung, basiert auf dieser Möglichkeit zu interagieren zwischen Menschen und sich gegenseitig die Welt zu zeigen, die Welt zu untersuchen und dann darüber zu reden, über die Außenwelt, über die nichtmenschliche Welt. Da aber,
Ich kann nur noch mal daran erinnern, wir Affen sind. Wir sind Gruppenwesen, wir sind Affen. Natürlicherweise werden wir in eine Gruppe hineingeboren, wo dann lauter so komische Wesen sind wie wir selber. Ja, so komische Menschenaffen namens Homo sapiens, angeblich schlechter Name finde ich nach wie vor Homo sapiens, ich würde eher sagen Homo empathicus, aber gut. Irgendwer hat sich aus irgendwelchen Gründen entschieden, uns Homo sapiens zu nennen, obwohl es dafür sehr wenig Anhaltspunkte ist. So sapiens sind wir nämlich gar nicht, aber wir sind sehr, sehr empathisch, wenn wir es nicht kaputt machen. Also Homo empathicus wäre der. Also kurz gesagt, um uns herum sind lauter, lauter andere Menschenwesen, die so ähnlich sind wie wir selber, und das ist unsere Primärumwelt. So sind wir, darauf sind wir angelegt, dass das passiert, weil das halt über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende, wenn nicht sogar Jahrmillionen Jahre so war. Und also diese komische Sache mit dem Kreissaal und dieses ganze Krankenhaus-Dings, da ist ja eine relativ neue Erfindung. Ja, also evolutionär sind wir darauf nicht so richtig eingestellt. Auch da sind ja aber natürlich Gott sei Dank Menschen, und wenn es gut organisiert ist, sind da auch sehr liebe, nette Menschen, sehr die Zeit haben, die Ruhe haben, die auch empathische Spiegelung machen und nicht nur einen behandeln, als hätte man jetzt gerade irgendwie ein Auto auf die Welt gebracht. Ja, so. Passt ja, ist jetzt fertig vom Fließband gerollt. Ne? So, jetzt nochmal Ölwechsel und auftanken und los geht's. Ne? Also, wenn es nicht so ist, dann. Also, so natürlicherweise sind um uns herum andere Menschen, und deswegen sind wir darauf voreingestellt. Wir sind also darauf voreingestellt, mit anderen Menschen zu interagieren, mehr noch als mit der nichtmenschlichen Außenwelt. Also sozusagen unser Weltbezug. Also ich rede hier jetzt sehr philosophisch, ich kann nicht anders, habe halt das Zeug studiert, leider. Also sozusagen als Philosoph, als jemand, der Philosophie studiert hat, würde ich halt sagen, der Weltbezug ist eine Sekundärfunktion, und die Primärfunktion ist die Beziehungsfunktion. Also sind im Primär sind wir Beziehungswesen, und das alles andere, diese Weltentdeckung, hat als Basis diese Beziehungsgehaltenheit, diese gute Gefühlsspiegelung mit anderen Menschen. Das sehen wir auch eben am Verhalten von ganz kleinen Kindern, wenn die ihre Weltentdeckungsphase allmählich haben. Also kurz gesagt, sie beginnen sich selbstständig fortzubewegen, weil sie jetzt krabbeln können und weil sie irgendwann laufen können. Das ist eine sehr spannende Phase für alle Eltern, weil wuff, sind die Kinder weg. Ja, so. Aber sie kommen eben auch sofort wieder zurück, wenn irgendwas Frustrierendes ist. Sie brauchen einen als Homebase, als Basisstation, als Andockstation, und dieses ist wahnsinnig wichtig, wie Eltern dann reagieren, wenn eben diese Interaktion eben sehr frustrierend ausfällt. Ich habe mal eben eine ganz tolle Beschreibung gefunden in einem aus meiner Sicht durchaus auch durch problematischen Buch von Wolfgang Bergmann. Das Buch heißt, glaube ich, Disziplin ohne Angst. Vieles in dem Buch finde ich nicht so gut, aber diese Beschreibung, die der Wolfgang Bergmann da macht, ist hochempathisch mit kleinen Kindern. Also diese Passagen liebe ich in dem Buch, weil er das sehr, sehr aus dem Innenerleben der Kinder heraus beschreibt. Also wie es Kinder halt selber nie beschreiben könnten, aber als Erwachsener kann man sich eben einfühlen und kann dann dafür Worte finden, wie das ist, wenn also die Kinder anfangen, die Welt zu entdecken, und wie frustrierend dann auch diese Entdeckungsphase ist. Sie ist natürlich super geil, unglaubliche Explosionen im Hirn, neue Synapsen, irgendwie, was da im Gehirn passiert, was da hormonell passiert, ist ja unglaublich bei kleinen Kindern, wenn die, was weiß ich, wirklich einen Grashalm sehen oder eine Schnecke oder einen Bagger oder irgendwas. Also da geht echt die Luzi ab. Und zwar beides natürlich rein kognitiv und eben auch emotional. Das ist eben ineinander verschränkt, das ist gar nicht getrennt. Ja, deswegen ist es ja so geil. Ja, Welt entdecken ist geil. Aber da gibt es halt immer wieder auch frustrierende Erfahrungen. Also etwas tut weh, irgendwas verhält sich nicht so, wie das Kind das kennt oder will, irgendwas ist hart oder zu heiß oder zu kalt oder beängstigend oder so. Also da gibt es halt sehr viele auch unangenehme Gefühle, und dann ist halt sehr wichtig, dass die Erwachsenen da sind. Aber genauso ist wichtig, dass natürlich die Freude geteilt wird. Und das machen wir halt sehr, sehr wenig. Also Erwachsene, die mit sich selber gut in Kontakt sind, machen das automatisch. Also wenn das Kind sich freut, freut man sich mit. Erwachsene, die aber selber sehr wenig Gefühlsspiegelung erhalten haben oder in ihrem momentanen Alltag erhalten, tun sich sehr schwer, da mit den Emotionen des Kindes mitzugehen. Also sind kurz gesagt auch dann noch Stoiker und Mr. Spocks, wenn eigentlich jetzt dran wäre, dass man mal ein bisschen aus sich rausgeht und einfach mitschwingt, empathisch, ja, mit dem Gefühl, was gerade da ist. Das Kind freut sich und so. Und wenn das halt sehr wenig passiert, kriegt man halt sehr gefühlsgedimmte Kinder. Ja. Also wenn man weder mit den Ohnmachtsgefühlen und Angstgefühlen und Trauergefühlen und Wutgefühlen der Kinder mitschwingt, noch mit ihren Freudegefühlen und Neugiergefühlen und Aufregungsgefühlen und Hu, 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 ja, und Humor und was alles da passiert,
wenn man da wenig selber nicht mitschwingt, das ist halt eine Kalibrierung bei Menschen. Die Kinder werden sozusagen auf ihr emotionales Grundniveau kalibriert, wie outgoing, wie expressiv sind sie. Und wenn die Erwachsenen drumherum sehr wenig expressiv sind, sind es die kleinen Kinder dann irgendwann auch. Das dauert eine Weile, aber es ist eine Programmierung letztlich. Mir fällt das an allen Ecken und Enden auf. Mir fällt das also auf im Alltag, wenn ich einfach durch die Öffentlichkeit gehe, öffentliche Verkehrsmittel, auf der Straße, in Einkaufsläden oder sonst wo. Mir fällt es aber sogar auf in Filmen. Und da kann man immer sagen, ja, Filme, das ist Schauspiel, das ist so gewollt. Aber ich finde auch, bei allem, was Schauspiel ist, sehr viel, was Schauspieler machen, ist natürlich auch unbewusst. Die bringen sich ja als Person ein und überzeichnen dann bestimmte Dinge, die halt in ihnen da sind. Man sieht es halt, ich finde, in sehr vielen deutschen Serien und Filmen, wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, ich bin halt zufällig hier in Deutschland und schaue hauptsächlich deutsche Sachen, dann fällt mir das immer auf, also wenn die dann interagieren und gerade wenn mit Kindern interagiert wird, was weiß ich, in einem Tatort oder so, das ist also wirklich manchmal der blanke Horror beim Zugucken, finde ich, weil die, wie soll man sagen, das ist die Gefühlsspiegelungsgeschichte, die funktioniert überhaupt nicht, also die wird fast gar nicht gemacht, ja. Das ist so, wie so Roboter unterhalten sich. Ja, also das ist wirklich heftig, wenn man mal anfängt, so hinzugucken, was da alles nicht passiert. Also nicht, was passiert, sondern was passiert nicht, was wird nicht gemacht. Und das ist schon heftig, weil ich glaube, dass wir uns das Leben dadurch extrem schwer machen miteinander, weil diese ganzen Gefühlsausdrücke, also diese Expressivität, die der Mensch natürlicherweise eigentlich hat, wenn sie nicht unterdrückt wird, uns hilft, gut aufeinander einzugehen. Und wenn wir das also runterdrücken und also dimmen, also alle Stoiker werden, ne, Emotionen sind irgendwie gefährlich, beängstigend, ist ja irrational oder so, also man erkennt die Rationalität der Gefühle selbst nicht an, dass die eine rationale Eigenlogik haben, die eher halt eine soziale Logik ist, eine Interaktionslogik. Man erkennt die nicht, man hält also Gefühle einfach prinzipiell für irgendwie wahr, ja, so. Wenn das so ist, da entstehen wahnsinnig viele Missverständnisse und die Interaktionen sind auch nicht sonderlich befriedigend. Also wahnsinnig viel Ängste entstehen, die gar nicht entstehen müssten oder auch Frustration entsteht, die gar nicht entstehen müsste, die also ganz leicht zwischenmenschlich aufgefangen, aufgelöst werden könnte, wenn halt da noch Menschen wären, die halt noch expressiv sind und halt auch auf Expressivität anderer Menschen eingehen können. Also die wissen, wie es geht, wie man Menschen behandelt. Und das, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es da eine Entwicklung gibt. Ich wünsche es mir immer, aber manchmal glaube ich eben auch, das ist eher Wunschdenken von mir. Also sozusagen, ich stelle mir vor, dass wir uns da weiterentwickeln, weil ich es gern so hätte, aber faktisch tun wir es gar nicht. Also wir geben immer dieses gedimmte Gefühlsniveau weiter. Und ich habe halt da, weil ich halt eben zufällig Philosophie studiert habe, habe ich halt da meinen Bashing-Dummy, was wahrscheinlich auch zu einfach ist. Also ich habe meinen Schuldigen. Ich glaube, es liegt tatsächlich ursprünglich an der Philosophie, an der philosophischen Tradition des Abendlands, die halt gerade in Deutschland besonders begeistert rezipiert worden ist. Also man kann sich viel lustig machen über dieses Land der Dichter und Denker, aber tatsächlich ist die antike Philosophie in keinem Land so ernst genommen worden wie in Deutschland, also in der Neuzeit. Also sozusagen. Dieser ganze komische deutsche Idealismus zum Beispiel mit eben, was weiß ich, Kant, Hegel, Schelling, Fichte und Co. Und also das war nicht ganz zufällig. Also ich meine, auch die Franzosen hatten ihre Philosophen, aber die waren ein bisschen anders drauf, nicht unbedingt besser, aber anders. Auch die Engländer hatten ihre Philosophen. Und es gibt halt diese Tradition in Deutschland und das ist, sag mal so. Der Blick des Philosophen geht halt nicht unbedingt nach innen, der geht nach außen. Das ist dieser Sekundärfunktion. Und darauf sind wir halt sozusagen geprimed. Ja, also wir sind darauf konditioniert, die Sekundärfunktion für die Primärfunktion zu halten. Also die Sekundärfunktion der Menschenausrichtung, der Weltausrichtung für die Primärfunktion zu halten. Das heißt, wir behandeln eigentlich unsere Mitmenschen, als wären sie Objekte in der Außenwelt, als wären sie nicht menschliche Objekte. Das passiert, wenn man die beiden Funktionen wechselt. Also wenn man verwechselt, was ist primär, was ist sekundär. Und dafür ist halt Platon und die Philosophie zentral verantwortlich, dass der Blick extrem gerichtet wurde auf die Welt in ihrem So-Sein, in ihrer Gesetzlichkeit. Also eher der naturwissenschaftliche Blick, der wie gesagt in sich selber total unproblematisch ist, wenn es den anderen auch gibt. Also, wenn es diesen Blick diesen Blick auf den anderen oder dieses unmittelbare gute Eingehen auf den anderen, also empathische Interaktionen der Normalfall sind, wird auch die Naturwissenschaft viel lustvoller.
Ja, das, dann ist sie an ihrem Platz, dann ist sie dort, wo sie sein soll. Dann ist es halt immer klar, dass das, was uns hält, das Zwischenmenschliche ist. Und aus dieser zwischenmenschlichen Gehaltenheit heraus, aus diesen guten Interaktionen, die wir dann die ganze Zeit wieder haben, heraus wenden wir uns gemeinsam der nichtmenschlichen Außenwelt, der sogenannten Natur zu. So ist es gut. Aber das ist nicht das, was wir machen. Was wir machen ist, wir halten diese Sekundärfunktion für die Primärfunktion. Wir gucken in die Welt und vergessen dabei unsere hochsozialen Anlagen. Und das hat mich eben sehr erschreckt, als ich vor ein paar Jahren drauf gestoßen bin. Das war so Hans Blumenberg zent sehr zentral daran beteiligt, weil anhand dessen Philosophie habe ich das nochmal für mich aufgearbeitet. Also diese ganze Tradition des Abendlandes seit Platon spätestens ist eine Tradition, die eigentlich den Menschen als asoziales Einzelwesen betrachtet, also als Objekt. Und die diese grundsoziale Anlage eigentlich negiert. Also wir haben eine starke Tradition in Europa, im Abendland und besonders möglicherweise in Deutschland, die nicht versteht, wie sozial wir von Geburt an sind. Also wie sehr wir von ab Werk darauf eingestellt sind, aufeinander gut eingehen zu können. Und weil wir darauf nicht so denken, ja, also die Erwachsenen, machen wir diese Funktion kaputt. Wir nutzen sie nicht. Und das ist so, das kennt man von anderen Sinnen auch. Angeblich ist es so, dass selbst das Sehen eine sensible Phase ist. Und wenn du in dieser Phase, also abgedunkelt bist, dann ist physiologisch alles in Ordnung, aber der Sehnerv entwickelt sich nicht. Das sind diese sensiblen Phasen. Also es gibt so Phasen, wo sich bestimmte Dinge im Gehirn rausbilden. Und wenn dort kein Input kommt, dann entwickelt sich das nicht. Also man kann Blindheit künstlich erzeugen, indem man sozusagen abdunkelt in einer ganz bestimmten Phase der Entwicklung des Sehnervs. Dann sind die Menschen blind, obwohl physiologisch alles in Ordnung ist. Aber das braucht halt Reize, damit sich das entwickelt. Ja? Und das gibt es möglicherweise auch bei Emotionen. Ja? Und was wir mindestens wissen, ist es, dass es zum Beispiel, dass Menschen, die nicht hinreichend umarmt werden und nicht sehr viel Körperkontakt haben, dann auch als Erwachsene geringere Ausschüttung haben. Also das heißt, es gibt Menschen, die mögen deswegen keine Nähe zu anderen Menschen, weil sie als Kind so wenig Nähe bekommen haben und weil da hirnphysiologisch was kalibriert wird, was voreingestellt wird. Und Menschen, die also hinreichend Umarmung bekommen haben, haben dann auch als Erwachsene tolle Gefühle, wenn sie Menschen umarmen und berühren. Wenn du das als Kind sehr wenig kriegst, dann hast du auch als Erwachsener sehr wenig davon, wenn dich an umarmen. Du findest es möglicherweise sogar als unangenehm. Und dann kann man mal gucken, wie wir miteinander umgehen. Wie gehen wir mit Kindern um? Wie wird da interagiert? Da passiert halt wahnsinnig viel. Und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, da einzugreifen. Man kann bei Erwachsenen eingreifen. Also wir können es als Erwachsene lernen, aber wie bei so vielen Dingen ist es als Erwachsene sehr viel schwerer lernbar und manchmal auch gar nicht mehr lernbar. Da gibt es so ein bisschen eine Ideologie auch bei uns, finde ich, die sagt, alles ist lernbar und sehr viel ist lernbar, aber leider eben nicht alles. Es gibt Voreinstellungen, es gibt Dinge, die machst du in der Kindheit kaputt und die kannst du als Erwachsener nicht nachholen. Ja, das ist auch eine Realität des menschlichen Lebens. Und deswegen ist wahrscheinlich große Aufmerksamkeit dafür, wie wir mit Kindern umgehen, der richtige Weg oder der einfachste Weg. Das Problem ist nur, die Menschen, die da auf die Kinder gut eingehen sollen, sind ja eben Erwachsene, die selber eine Prägung bekommen haben. Also da beißt sich dann so ein bisschen die Katze im Schwanz, ja, da ist so ein Teufelskreislauf am Werk. Wie sollen denn Erwachsene, die selber sehr wenig oder sehr schlechte Gefühlsspiegelungen und sehr schlechtes auf sie eingehen, auf ihren emotionalen, auf ihren Bedürfnisapparat, die das sehr schlecht bekommen haben, wie sollen die das denn besser machen? Ja, also woher soll das Bessere kommen? Ja, wie soll das je besser werden? Und das ist so wirklich eine Rätselfrage. Also ich weiß es nicht, ich gebe mir große Mühe. Würde sagen, meine Voreinstellung aus der Kindheit ist so, naja, so halb gut. Nicht ganz schlecht, aber auch nicht wirklich richtig gut. Und ja, man versucht sich halt weiterzuentwickeln, aber man stößt halt auch permanent an Grenzen, die man sich dann auch wieder nicht übel nehmen darf, weil es nicht produktiv ist. Es bringt nichts, sich da selber zu geißeln die ganze Zeit, weil man halt Grenzen hat, die irgendwo herkommen. Und an die man immer wieder neu schmerzhaft stößt. Aber ja, also es ist wahrscheinlich ein langer, langer, langer Weg, wenn erstmal die Philosophie irgendwo gewütet hat, danach wieder ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis zu etablieren, also das wieder neu zu entwickeln. Also man könnte eben sagen, wo die Philosophie gewütet hat, da wächst kein emotionales Gras mehr. Und warum? Es war ein erklärtes Ziel der antiken Philosophie, Ataraxie herzustellen, Unerschütterlichkeit. Und da wissen wir heute, wenn wir auf diese Ataraxie, auf dieses Ataraxie-Ideal der antiken Philosophie gucken, wissen wir heute, dass wenn du Unerschütterlichkeit als Ziel hast, du fehlende Emotionalität, fehlende emotionale Expressivität, fehlender Gefühlsausdruck als Resultat kriegst,
Und dass du das also nicht das eine oder das andere haben kannst. Also zum Beispiel Breenie Brown hat da einen guten Job gemacht in den Staaten. Die weist da sehr viel hin mit diesem wunderbaren Verletzlichkeit macht stark und so. Daring Greatly auf Englisch. Also, ne? Das ist so, das wissen wir, du kannst das eine ohne das andere halt nicht haben. Und ja, also im Grunde war der antike Philosoph ein Mensch, der versucht hat, alleine für sich eine Praxis zu entwickeln, wo ihn nichts mehr berührt. Ja? Wo er eben unerschütterlich ist, wo er autark ist, wo er im altgriechischen Sinne gottgleich wird. Und die Götter waren eben Wesen, die nicht leiden. Aber wir heute wissen mit unserer heutigen Psychologie, wenn du nicht leidest, wenn du nicht mehr leiden kannst, dann hast du auch sonst nichts mehr. Du hast keine Orientierung in der Welt, ja? Du hast keine guten Interaktionen. So kann man keinen Staat miteinander machen. So kann man keine guten Beziehungen miteinander machen. Also Unerschütterlichkeit, Unberührbarkeit ist kein gutes Ideal, wenn es um ein gutes Miteinander geht. Weil dort brauchen wir Berührbarkeit. Wir müssen uns gegenseitig berühren können, um uns gegenseitig wechselseitig gut koordinieren, gut abstimmen zu können. Und insofern ist tatsächlich unsere eigene philosophische Tradition, die abendländische Tradition, schuld daran, dass wir eine so schlechte Gesellschaft haben, dass wir so schlechte Beziehungen haben, dass wir so ein so schlechtes emotionales Miteinander haben, dass wir so schlecht miteinander umgehen. Das hat tatsächlich kulturelle Gründe, die ganz zentral mit der Philosophie und mit dem philosophischen Trauma zu tun haben. Weil, man kann es auch das nicht oft genug sagen, die Philosophie ist aus einem Trauma heraus entstanden. Sogar, ich würde sagen, aus einer multiplen Traumatisierung eines armen Individuums namens Platon, der von mehreren Dingen tief schockiert war, die in seiner Zeit passiert sind. Das Zentralste ist wahrscheinlich, dass er einfach im Krieg aufgewachsen ist, in einem 27-jährigen Krieg. Das war die Jugend und Kindheit Platons, ein 27-jähriger Krieg unter Griechen, ein Bürgerkrieg, würden wir heute sagen, der auf die grausamste und brutalst mögliche Weise geführt wurde. Und eben 27 Jahre lang. Naja, das war Platons Kindheit. Was erwartet man, was da für kulturelle Muster und für soziale Muster daraus entstehen? Nur leider haben wir diese sozialen Muster, die aus einem Kriegstrauma entstanden sind, umarmt und verstetigt, also institutionalisiert. Wir sind eine Kultur, die ein Kriegstrauma weitergibt und weitergibt und weitergibt und die also auch, die auch Menschen sehr verzweifelt und sehr aggressiv macht. Ich tatsächlich sehe es so, das mag so ein bisschen überspitzt oder überzogen werden, aber ich sehe es tatsächlich so, dass dieser ganze europäische Kolonialismus, mit dem wir ab dem, keine Ahnung was, 13., 14., 15., 16., 17., 18. Jahrhundert dann die Welt überzogen haben, dass der daher kommt, dass tatsächlich die Europäer sich selber aggressiver gemacht haben als andere. Nochmal aggressiver. Ja. Es gab sehr viele aggressive Kulturen auf dem Erdboden, seit wir Geschichte haben. Also ich könnte mehrere aufzählen jetzt hier. Aber diese weltumspannende Kolonialisierung hat nicht nur was mit der überlegenen Technik und dem wahnsinnig tollen europäischen Erfindungsgeist zu tun, sondern er hat auch was damit zu tun, dass Europäer sehr unglückliche Menschen sind. Und zwar Kraft dessen, was sie mit sich selber tun, seit jetzt schon Jahrtausenden. Und naja, das kann man machen und man kann also sich zu so einer Art Kriegerkaste zu überziehen, die die besseren Waffen hat und alle anderen unterdrückt, kann man machen. Die Frage ist, kriegt man so ein befriedigendes Miteinander, kriegt man so ein gutes Leben? Weil was wir auch aus unserer eigenen Psychologie wissen, was Menschen glücklich macht, sind gute Beziehungen. Ja, man kann man immer wieder erinnern an diese große Studie, ich weiß gar nicht, was ist es, Princeton oder Oxford oder was ist es oder ganz was anderes. Egal, das ist diese Studie von Robert Waldinger, ja, diese über vier Wissenschaftlergenerationen gehende Studie, wo man Leute jährlich befragt hat, wie es ihnen geht, immer mit den gleichen Fragen und man also diese Lebensverläufe dann sieht und auch sieht, wie es den Leuten geht und womit das korreliert. Und diese Studie bringt ganz eindeutig raus, das, was Menschen es gut gehen lässt, sogar gesundheitlich, sind gute Beziehungen. Also gute Beziehungen sind zentral. Aber das, was wir machen, stiftet keine guten Beziehungen. Wie wir mit Kindern umgehen, stiftet keine gute Beziehungen. Wie wir miteinander umgehen, stiftet keine gute Beziehungen. Wie wir mit unseren eigenen Emotionen und vor allem unserer emotionalen Expressivität umgehen, stiftet keine guten Beziehungen. Also, wir haben eigentlich das, was wir ab Werk haben und was wir als Menschen eigentlich alle können, nämlich Gefühlsspiegelungen, gutes Aufeinander eingehen, künstlich kaputt gemacht, Kraft unserer eigenen philosophischen Tradition. Kraft eines Kriegstraumas, das jetzt ungefähr 2300, 2400 Jahre zurückliegt, aber qua Institutionen von Generation zu Generation weitergegeben wird, in einer fast schon beeindruckenden Weise.
Also, dass man eine Traumatisierung über 2300, 2400 Jahre weitertransportiert, das ist schon eine Leistung. Aber es ist halt keine besonders tolle Leistung. Also, es ist nichts, was man sich wünscht, dass weitergegeben wird. Also, ich meine, wir haben immer wieder Landkriege gehabt und wir wissen ungefähr heute, wie weit das geht. Also, dass auch heute lebende Menschen zum Beispiel noch unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs und was ihre Großeltern und Urgroßeltern dort erlebt haben und gemacht haben, dass das weitergegeben wird, dass das Folgen hat, sogar auf der epigenetischen Ebene. Ja, das wissen wir mittlerweile. Naja. Aber am Anfang der abendländischen Geschichte stehen solche Dinge eben wie der Peloponnesische Krieg. Und das hatte Folgen. Das hat sich übersetzt in kulturelle Formen, in Institutionen. Und die haben wir mittlerweile, wie soll man sagen, die sollten wir vielleicht mittlerweile etwas besser auf dem Schirm haben. Wir sollten also genauer wissen, was wir da eigentlich tun. Wir sollten auch irgendwie ein klareres Ziel haben, finde ich, wohin wir uns entwickeln wollen. Weil wir machen längst Selbstentwicklung, ob wir wollen oder nicht. Wir formen uns selbst. Wir sind also sozusagen unser eigener evolutionärer Faktor geworden. Aber das sind wir eben nicht als Einzelwesen, sondern qua unseren Institutionen. Mit unseren Institutionen formen wir uns selbst, wie wir sein wollen. Und da kann man also nicht die Frage stellen, die so gern gestellt wird, wie wollen wir denn eigentlich leben, sondern wir könnten auch mal die Frage stellen, wie wollen wir denn eigentlich sein? Wollen wir Stoiker sein? Ja, halten wir das für eine gute Idee heute noch, dass wir also gefühlsreduzierte Mr. Spocks sind und glauben wir heute noch, dass das ein gutes Miteinander schildert, weil Emotionen sind ja ganz schlimm, so wie Platon das noch geschildert hat. Ja, glauben wir das heute noch? Weil unsere Psychologie, unsere moderne Psychologie, sagt uns ganz was anderes. Sie sagt, dass Menschen, die keine Emotionen haben, also wo zum Beispiel das geschädigt wird, also dieses Zentrum im Gehirn, wo das verarbeitet wird, dass die entscheidungsunfähig sind. Ja. Oder dass eben Gefühlsausdruck sehr viele soziale Funktionen erfüllt, dass wir also lachen, dass wir weinen, dass wir rot werden, dass unsere Gestik, unsere Mimik sich unter starken Gefühlen verändert, dass das wichtige soziale Koordinationsfunktionen erfüllt. Das sagt unsere moderne heutige Psychologie. Und insofern wird es vielleicht mal Zeit, dass wir das mal hinterfragen und uns auf der anderen Seite fragen, wie wollen wir sein? Ja, was ist denn unser komisches Menschenbild? Was ist unser Entwicklungsziel als Menschen? Wohin wollen wir uns entwickeln? Ich würde vorschlagen, ein gutes Entwicklungsziel ist ein immer besseres menschliches Miteinander, immer bessere soziale Koordination, immer noch besseres Miteinander umgehen. Im Sinne eines Infinite Games, ja, wie heißt der Typ? Simon Žižek oder ich krieg's nicht mehr hin. Es kommt auch gar nicht ursprünglich von ihm. Das hat irgendein komischer Theologe sogar ursprünglich erfunden, also diese Unterscheidung zwischen finiten und infiniten Spielen. Und der bezieht sich nur darauf, dieser komische Business-Guru. Also auf jeden Fall, ich halte es für ein sinnvolles, unendliches Ziel, immer weiter an der Verbesserung von Beziehungen zu arbeiten, im Sinne von nicht Erreichung eines Optimums, sondern eines allmählichen Hinbewegens in eine ungewisse, immer besser werdende Zukunft und die aber besser wird, weil wir immer besser miteinander umgehen. Und das ist Gott sei Dank. Evolution sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich danken soll. Menschheit sei Dank. Dass das ist sozusagen möglich, unabhängig von den Umweltumständen. Es ist sehr schwierig in Hungerskatastrophen oder in Kriegszuständen, aber auch Kriegszustände stellen wir tendenziell institutionell eher her. Ja? Also sozusagen, auch Krieg machen wir. Krieg passiert nicht, Krieg machen wir. Qua Institutionen. Man kann Institutionen bauen, die eher kriegsförderlich sind. Man kann aber genauso als Menschheit Institutionen bauen, die Krieg unwahrscheinlicher machend sind. Und naja, also damit entkoppeln wir uns ein Stück weit von naturalen Gegebenheiten, indem wir sagen, kulturell geht es, also gesellschaftlich geht es darum, egal wie die äußeren Umstände sind, egal welche Naturkatastrophen passieren oder wir selber verursachen, gut miteinander umzugehen. Und das ist machbar. Warum? Weil die Primärumwelt von Menschen andere Menschen sind. Also die erste Natur ist die Gesellschaft. Die zweite Natur ist das, was wir Natur nennen. Das ist für Menschen die Sekundärnatur. Und das haben wir immer aber anders gesehen im Abendland, in der Philosophie. Das heißt, Philosophy got it wrong. Ja, die Philosophie hat es völlig in den falschen Hals gekriegt, hat es genau falsch rum angegangen. Das Leben, das menschliche Leben, das Miteinanderleben völlig falsch. In den falsch, von falschen Seite versucht, in den Stiefel reinzuschlüpfen. Ich weiß nicht, welche Bilder ich noch bemühen soll. Also, wir haben es genau falsch rum gemacht, kurz gesagt, bislang. Und wir könnten allmählich mal anfangen, das zu begreifen, dass wir tief soziale Wesen sind, ab Geburt, vielleicht schon davor, ja. Also, wir sind auf soziale Interaktion angelegt.
Und das können wir nutzen und kultivieren. Wir sind ein gutes menschliches Miteinander, ist absolut möglich, ist absolut drin, ist drin in diesem Blueprint namens Mensch, also in dem, was genetisch qua Voreinstellung da ist, ist das absolut drin, dass wir ein gutes Miteinander hinkriegen, auch in solchen zahlenmäßigen Größenordnungen, wie wir sie mittlerweile haben, also momentan knapp 8 Milliarden Menschen. Menschen können das, weil Menschen die Primärumwelt anderer Menschen sind. Das ist das, worauf wir angelegt sind. Und wenn es nicht so läuft, ist die interessante Frage nicht, ja, aber so, wie machen wir denn so, sondern die interessante Frage ist, was machen wir denn eigentlich kaputt? Ja, es ist nicht, wir müssen Menschen empathisch machen oder müssen Menschen jetzt erziehen und soziale Wesen aus ihnen machen. Nein, das sind wir von Geburt. Wir sind von Geburt an soziale Wesen. Und wenn sich Menschen also asozial verhalten, dann ist die Frage, was haben wir kaputt gemacht und wie haben wir es kaputt gemacht und wie können wir damit aufhören, es kaputt zu machen? Das ist die viel produktivere Frage. Sie ist viel mehr dran, wenn man dieses platonische Paradigma revidiert hat, also die Philosophensicht vom Menschen revidiert hat und also den Menschen so sieht, wie er realistisch ist und nicht wie die Philosophen ihn träumen, wie sie ihn über 2300 Jahre hinweg geträumt haben, wie er aber nie war und nie ist und auch heute nicht ist. Ja. Also wenn man sieht, wie sozial Menschen von Geburt sind, ist, wenn Menschen sich asozial verhalten, immer die Frage, was haben wir selbst getan, dass dieses asoziale Verhalten rauskam? Also einer der schlimmsten Termini, die man in der jüngsten Zeit erfunden hat, geht auf Kosten tatsächlich von dem alten Michael Mittermeier. Das sind die Arschlochkinder. Es gibt keine Arschlochkinder. Es gibt Arschlocherwachsene. Ja, Kinder sind keine Arschlöcher. Erwachsene sind aber häufig Arschlöcher. Und was ist denn ein Arschloch? Ein Arschloch ist nach meiner Definition ein Mensch, der auf Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen nicht eingeht. Und häufig tun solche Arschlöcher, gehen auch auf ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht ein. Das schaut nur so aus, als ob die egoistisch sind. Wenn es Egoismus ist, ist es eine ganz schlimme Form von Egoismus. Es ist kein empathischer Egoismus. Diese Menschen, die andere Menschen schlecht behandeln, gehen meistens mit sich selber ganz genauso beschissen um. Zumindest wenn man die empathische Brille aufzieht. Also wenn man sagt, auf sich eingehen ist eingehen auf die eigene Gefühls- und Bedürfnisnatur und nicht auf irgendeinen Mindfuck, ja. Also auch so. Also, da ist ja dann die Frage, was ist denn eigentlich das Selbst des Menschen? Ist es das, was hier oben rumschwirrt an verrückten Gedanken, oder ist es eher der gesamte Apparat mit allen physischen Prozessen und hormonellen Prozessen und Bedürfnissen, die halt Menschen so haben und Gefühle, die Menschen haben? Was ist denn das Selbst des Menschen? Ist es das Denken oder ist es der ganze Mensch? Ja, also sozusagen, wenn man einen anderen Begriff von Menschen hat, dann kann man sehr deutlich sehen, dass die Menschen, die wir völlig zu Recht als Arschlöcher bezeichnen, weil sie halt auf Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen kaum eingehen oder gar nicht oder das sogar offensiv verleugnen, ja, offensiv verweigern, dass diese Menschen auch auf sich selber nicht eingehen. Ja, es ist nicht geil, ein Arschloch zu sein. Es ist beschissen. Aber gut. Wir sind da noch nicht. Wir sind noch getränkt von diesen komischen Philosophenbildern von Menschen, die halt im Abendland das Denken von Menschen und das Konzept von Menschen 2300 Jahre geformt haben. Und das ist vielen nicht klar. Also es macht Sinn, Platon zu studieren, weil da sieht man diese Vorurteile und da sieht man teilweise, wie absurd das alles ist. Ja, man sieht es auch bei den anderen philosophischen Schulen, bei den Peripatetikern, bei den Stoikern sowieso, bei den Epikureern, bei den Skeptikern. Ja, bei den Kynikern, ja, all diese antiken Philosophenschulen, die prägend waren fürs Abendland, ja, haben dieses komische Ziel gemeinsam, Ataraxie, Unerschütterlichkeit zu erzeugen. And here we are. Ja, lauter komische Roboter, die rumlaufen, lauter Gefühlszombies, aus denen es dann manchmal eruptiv herausbricht und man weiß nicht, woher es kommt, ja. Wo man dann immer sagt, wir wissen gar nicht, warum die Leute so gewalttätig geworden sind und warum sie, ja, tief frustrierte Menschen, die keine Gefühlsspiegelung haben, die hochaggressiv werden, weil es ihnen so viel fehlt. Überraschung. Also die Psychologie, die heutige Psychologie überrascht das nicht mehr. Die kann diese Mechanismen sehr, sehr gut beschreiben und tut es auch. Also, wir können von unserer modernen Psychologie extrem viel lernen. Ich finde, am allermeisten kann man von den therapeutischen Praktikern lernen. Also gar nicht so sehr von den Leuten, die in irgendwelchen Elfenbeintürmen sitzen und sich Gedanken machen über den Menschen, sondern über Menschen, die tagtäglich mit Menschen arbeiten und die dann darüber anfangen nachzudenken. Also die sehr viel Erfahrung mit Interaktion haben, mit unmittelbarer Interaktion mit Menschen, die Probleme haben. Ja, die Probleme haben mit sich und ihren Mitmenschen gut umzugehen.
ja, also die gestört sind. Menschen, die sehr viel arbeiten mit Menschen, die gestört sind, haben sehr interessante Geschichten zu erzählen über den Menschen. Die erzählen die spannendsten Geschichten. Also ich nenne diese Menschen therapeutische Praktiker. Und diesen Menschen, finde ich, sollten wir sehr genau zuhören, weil sie erzählen ganz andere Geschichten über den Menschen, als sie die Philosophen über 2300 Jahre lang hinweg erzählt haben. Also sozusagen aus der Therapie, aus dem Nachdenken über therapeutische Ereignisse, über dieses Reflektieren auf therapeutische Praxis, was passiert da in Therapien, kommt eigentlich das Gegengift gegen die Philosophie. Daher, da entwickelt sich das. Und dann muss es sich halt jetzt allmählich mal ausbreiten. Also es muss populärer werden, es muss öffentlicher werden und es muss sich halt irgendwann auch in unseren Institutionen niederschlagen. Das ist dann der nächste Schritt. Wir brauchen Empathie nicht kaputtmachende Institutionen. Wir brauchen gesellschaftliche Formen, wir brauchen eine Kultur, die nicht systematisch die prosozialen Anlagen, die empathischen Anlagen des Menschen kaputt macht, weil die haben wir im Moment. Und schuld sind Leute wie ich, nämlich Philosophen. Mea culpa, nostra culpa. Ceterum censeo, Demokratiam esse sociendam.